Auf einer Länge von 100 Metern ist die Fahrbahn einfach abgebrochen. Ein riesiges Loch von etwa 10 Metern Breite, 40 Metern Länge und 2,5 Metern Tiefe ist entstanden. Die Autobahn 20 Richtung Rostock musste deshalb bei Triebsees in Mecklenburg-Vorpommern komplett gesperrt werden. Insgesamt seien etwa 1000 Kubikmeter Erde weggesackt, hieß es. Nach Angaben von SPD-Verkehrsminister Christian Pegel verläuft die Autobahn auf einer sogenannten Torflinse. Diese sei beim Bau mit vielen kleinen Betonkernen stabilisiert worden. Nun müsse geklärt werden, ob diese Kerne die Last nicht gehalten haben. Die Reparaturarbeiten sollen mindestens 2 Jahre dauern und mehrere Millionen Euro kosten. Der Bau der A20 war erst im Dezember 2005 fertiggestellt worden.